Buenos dias, liebe Leute, und herzlich willkommen zum zweiten Part von Breath of Fire. Im letzten Part haben wir uns auf unsere lange Reise begeben, als letzter Krieger der Lichtdrachen. Wir haben es auch geschafft, unsere erste Stadt zu retten. Oder das, was noch von ihr übrig war. In diesem Part geht es dann darum, nach Nanai zu reisen, die wahre Heimat der Leute, die wir vor kurzem getroffen haben, um uns den dunklen Drachen in den Weg zu stellen. Wie immer schön, dass ihr alle da seid, lasst auch gerne noch ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Part von Breath of Fire. Diese wundervolle kleine, jedoch sehr zerstörte Stadt haben wir erfolgreich gerettet. Zumindest haben wir das Schloss wieder befreit. Und jetzt geht's darum, sie noch vor den Erdbeben zu retten. Meine Güte, die haben aber Probleme hier. Nicht nur, dass die Stadt zerstört wurde, jetzt auch noch Erdbeben, Schlossmonster, whatever. Und das da oben wird wohl Nanai sein? Ich weiß es nicht, ich gehe mal von aus. Erstmal ein Battle gegen einen Schleim. Oh mein Gott, was für ein Gegner. Das könnte schwierig werden. Slash! Fast hätte er uns gekriegt. Oh Gott, was ist hier denn los? Tiere everywhere. Stark genug für die ganzen Gegner, die hier rumkreuchen und fleuchen, sollten wir erstmal sein. Aber ich bin gespannt, ob hier neue kommen. Ab einem gewissen Punkt auf der Map. Hier noch nicht. Slam! 60 Schaden, meine Herren. Einfach der Warrior of the Light Ranks. Oh, ein Beach. Okay, hier verändert sich die Map ein bisschen. Sieht ein bisschen karg aus. Kann man ein paar Bäume pflanzen. Ich bin nicht mehr sicher bei dem Spiel. Es kann sein, dass diese Brücke zu neuen Gegnern führt. Ich bin aber nicht sicher. Vielleicht auch diese Treppe. Meistens hat man so eine Anhaltspunkte in so alten Games. Wo dann irgendwas wieder kommt. Zum Beispiel ein Buller. Oh mein Gott, den haben wir noch nie gesehen. Doch, haben wir schon. Und zack. Wir wissen auch, dass wir stärker als er sind inzwischen. Ich meine, waren wir vorher auch irgendwie... Was ist das da oben? Wir gehen einfach mal hin. Oh, ein Schlammboy, denken wir auch. Also hier kommen noch keine neuen Gegner, na gut. Und ein Herb. Jeder Kampf gibt uns Geld und EP und ein Herb. Okay. Hier passiert rein gar nichts. Nice. Na, vielleicht müssen wir hier später nochmal hin. Das sieht auf jeden Fall sehr auffällig aus. Erstmal gucken, ob das hier eine Nei ist. Oh mein Gott, das sieht hier echt trostlos aus hier. Und wieder Schleime. Zack. Mitten in der Steppe oder Wüste oder wo wir hier sind. Ödnis. Konter. Konter ist auch immer schön. Nimm ich mit. Dann gehen wir weiter unseren Weg. Ach, Don ist die Stadt, von der ich den Namen nicht kenne. Doch, Cameron heißt sie. Ich hab's gesehen. Unser Heimatdorf heißt Dogen. Ich weiß nicht, ob man das noch erfahren würde. Oh mein Gott, da sind die Dark Dragons. Die dunklen Drachen. Okay, die lassen uns wahrscheinlich nicht durch. Halt! Intruders, ist das Deutsch? Also, halt, Eindringlinge. Wer geht da? Okay, er sagt das Gleiche. Wir dürfen nicht rein, Leute. Okay, was machen wir jetzt? Gut, dass ich bei Rollenspielen, die ich schon kenne, immer google. Ich weiß, was wir jetzt machen sollen. Erstmal trainieren. Oh, ein weißer Hirsch. Stimmt, ich kann ihn ja nicht jagen, ne? Aber ich jag ihn trotzdem hinterher. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals auch rausgefunden hatte, was ich hier machen soll. Oder ob ich da auch schon gegoogelt habe. Gerade bei sowas, wo man keine Tipps und nichts kriegt, bin ich immer ein bisschen ungeduldig. Vielleicht kriegt man ja sogar Tipps, wenn man in einer alten Stadt jemanden fragt. Da bin ich gar nicht mehr so sicher. Ich gucke einfach mal nach. Kann ich hier eigentlich in den Wald? Oh. Erstmal muss ich am Wächter vorbei. Oh nein, ein blauer Schleim. Ein unfassbar mächtiges Wesen. Oh, da sind Vögelchen. Nee, ich kann nicht durch den Wald durch. Hätte ich mir denken können. Haha, daneben. Ah, ausweichen können wir auch. Das wäre krass. Die Skills eines Kriegers. Und wieder ein Herb. Meine Güte. Es lohnt sich denn schon doch ab und zu kämpfen. Allein für die Herbs. Oh, das ist wieder so ein weißer Hirsch. So selten scheinen die gar nicht zu sein. Wunderschönen guten Tag, die Bewohner. Haben Sie irgendwas zu vertellen? Unsere Heimatstadt Nanai. Ja, das hat er, glaube ich, schon mal erzählt. Did you feel that? Fühlst du das? Der Boden, er wackelt. Wir haben noch nie früher Erdbeben gehabt. Ja, deswegen will ich ja nach Nanai, zur Heimatstadt, Leute. Ich wusste nicht, dass Ryu so ein großartiger Krieger ist. Du könntest uns von Zog befreien. Wie wir aus dem ersten Teil wissen, Zog ist dieser böse Wicht, der wohl alle dunklen Drachen beherrscht oder so. Du bist wirklich mutig. Du hast die komischen Monster aus dem Schloss besiegt, habe ich. Das war ich tatsächlich, komplett alleine. Ich hätte die Monster besiegen sollen. Es war meine Aufgabe,
Also wir waren zu stark. Ich glaube, das habt ihr alle mir schon mal erzählt. Kann das sein? Habt ihr was Neues zu erzählen? Lass uns in Nanaya hineinschleichen. Heute Nacht. Wenn die gegnerischen Armeen schlafen. Das könnte ein Tipp sein. Die Erdbebenkontrolle kann Erdbeben verursachen. Wie auch immer. Ist in dunkle Hände gefallen. Der König noch was vertellen? Da ist ein versteckter Palast im Nanai Dungeon. Achso, ja, das hat er mir schon mal erzählt. Aber dein Tipp war gar nicht schlecht, Bruder. Ich glaube, wir sollen da nachts rein. Wenn die Leute schlafen. Am Tag stehen sie ja Wache. Kriegen wir also doch einen Tipp. Ja, man muss nur ein paar Leute ansprechen. Dann lippt das auch. Slash! Noch ein Herb, meine Güte. Krieg ganz schön viele Herbs. Ich muss die nie wieder kaufen, wenn es so weitergeht. Ist das cool. Ja, ist ein bisschen viel rumgerenne. Ne, ist nicht für jeden was, aber ich find's ganz chillig. Deswegen macht mir das auch nichts aus. Und immer mal wieder ein Kampf zwischendurch. Ich meine, ich habe zwar keine Fähigkeiten, deswegen gehe ich mal oft Autokampf, geht schneller. Aber wir trainieren ja hoch. Werden schon noch ein paar geile Sachen lernen. Oder habe ich schon irgendwas Cooles? Nö. Ihr seht, haben wir gar nichts. Aber wir haben 22 AP, das muss doch irgendwas bedeuten. Bestimmt später. Ja, wir haben wieder ein bisschen Geld gefarmt. Das geht auch ganz gut. Auch wenn die Gegner nicht so stark sind. Auf Dauer bringt jeder Gegner ein bisschen Kohle und auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Deswegen immer rein da mit der Klinge. Und wieder warten, bis es Nacht ist. Ja, das hatte ich eigentlich eben schon vor, weil ich es wusste. Aber ich wollte nochmal wissen, ob man es dann auch ohne Lösungsbuch rausfinden kann. Das sollte in so einem Rollenspiel schon existieren, denke ich mal. Bevor man überall hinehrt. Aber auch immer schön, wenn es Komplettlösungen gibt. Boom, 68. Krasser Typ. Ich bin echt gespannt, wie stark wir noch werden würden. Ich glaube, um einige stärker. Denn wir sind ja erst Level 8 und wir haben immer noch die allerersten Gegner vor uns. Zumindest hier auf Open Field. Slam! 56. Ja, gut. So ein Buller hält auch ein bisschen was aus. Glaube ich zumindest. Naja, es ist ja auch random, wie viel wir abziehen mit den Schlägen. Wie ihr schon seht, alle paar Meter kommt ein Zwischengegner. Also Kämpfe gibt es hier auf jeden Fall genug. Und wieder ausgewichen, meine Güte. Schon cool. Vielleicht, weil wir so viel stärker jetzt sind als die Gegner hier. May it be? Kann es sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube es nur. Es wird aber langsam wieder dunkel. Das ist schon mal gut. Ist es jetzt Nacht? Oh. Noch einmal gegen diese unfassbar heftigen Schleime. Dann sollten wir in die Stadt können. Und da pennt der bei der Arbeit. Ganz toller Krieger. Zzt. 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 Okay, aber da ist einer wach. Mit ihm. Oh. Ne? Wer geht da und so? Er hat mich rausgeschmissen. So ein Mieser. Einfach links oder rechts, dann sind wir wieder drin. Na gut, da müssen wir ein bisschen aufpassen anscheinend. Ich frag mich aber, ob wir... Das ist das erste Hotel, was wir sehen, Leute. Diese Musik. Aber wir können ja gar nicht schlafen. Kann ich einfach ins Bett gehen? Ja, kann ich. Gute Nacht, Freunde. Na ja, gut, so geht's wohl nicht. Aber ich glaube, wir können speichern. Und das machen wir natürlich. Okay, da lassen wir uns nicht erwischen von den Leuten. Ein bisschen durchsneaken. Wie bei Assassin's Creed, oder? Da ist auch einer. Da sollte ich wohl nicht lang gehen. Da pennt einer. Vor dem Haus da. Aha. Ist da etwa was versteckt? Aber da kann ich rein. Diese Musik. Wenn irgendwas los ist. Es gibt Truhen! 150 Tacken. Immer her damit. Was haben wir hier? Und nochmal 150 Tacken. Nehme ich. Aber wohnen hier keine Menschen? Eigentlich sollten die doch im Bett liegen, oder nicht? Um die Uhrzeit. Oder sind die alle auf Achse? Man, nur Party-People in diesem Dorf. In dieser Stadt. Aber die ist verhältnismäßig groß, ne? Na nein. Oh, da ist ein Palast. Der ist aber nicht versteckt. Okay, da kann ich wohl nicht hin. Da pennt einer. Da kann ich wohl hin. Was da? Okay, wie eine Hütte, in der scheinbar niemand lebt. Aha. Eine süße kleine Hütte. Pennt schon wieder einer. Meine Güte, was ist mit den Leuten los? Keine Disziplin gelernt. Oh, das sieht nach Hafen aus hier ein bisschen. Der da oben ist schon wieder wach. Ist hier Boote? Boote? Sehr nah am Meer. Es gibt aber keine Boote.
Es könnte auch gut sein, dass die Dark Dragons die alle zerstört haben oder so. Die ganz miesen. Damit hier keiner einfach wegfährt. Wie man sieht, die Hälfte von dem Pent, ja, das könnten sie niemals kontrollieren. Aber ein Weapon Shop. Da können wir rein. Mal ein paar neue Waffen angucken. Ach, die arbeiten denn. Hier gibt es doch noch Menschen. Wieso dürfen die eigentlich Waffen verkaufen, wenn die ganze Stadt hier eingenommen wurde? Ist mir eigentlich relativ egal. Ich kann neue kaufen. Das ist teuer. Oh, ein Langschwert. Ich glaube, das haben wir alles soweit ungefähr. Ich würde sagen, aufs Langschwert würde ich gerne sparen. Da fehlt auch gar nicht mehr so viel. Es gibt hier einen Palast. Vielleicht kann ich da gut trainieren. Oh, dahinter. Den sehe ich da oben. Du kannst dich nicht von mir verstecken. Du bist einer, der wach ist. Du schmeißt mich gleich raus, wenn ich zu nah rangehe. Okay. Wie komme ich zum Palast hin? Ich glaube, das Haus da hinten soll ich nicht ausprobieren. Vielleicht hier? Ich frage mich, ob irgendwo mal irgendeiner wach ist. Hier sind gar keine Truhen drin, aber auch keine Leute. Soll ich denken, es gibt eine Ausgangssperre nachts, aber dann werden die alle zu Hause. So. Da oben pennt einer. Das heißt, ich komme da bestimmt irgendwie hin. Ich sehe auch den Weg. Okay. Okay, reicht das? Ja, reicht. Bevor ich da reingehe, was schon sehr episch aussieht, muss man wirklich mal einfach mal sagen, ne? So eine Insel mit so einem fetten Riesenpalast. Und jetzt kurz mal ein Herb, aber mal heilen. Sicher, bevor die mir nachher alles abziehen. Wir haben ja genug. Und wir kriegen ja auch anscheinend genug zwischendurch. Es ist ein Dungeon. Okay. Hier gibt es immer automatisch Türen, die einfach aufgehen. Jetzt schon wieder die Frage, soll ich hoch oder runter? Ich meine, ich will eh nur trainieren, aber was ist das denn da? Okay. Ich dachte, es wären irgendwelche Druckpunkte oder so, aber sind es anscheinend gar nicht. Oh, hier haben sie Pflanzen drin. Sieht jetzt schon schöner aus als im Schloss. Okay, ist auch ein Palast, ne? Hier haben die sogar Betten drin. Was ein Luxus. Ich finde, Dungeon hört sich immer so nach Kellergewölbe an und so. Deswegen gehen wir gleich mal hoch. Aber hier links ist auch noch what? Oder auch nicht. Hier ist denn gar nichts. Ach, eine Küche. Ganz schön viel Platz für eine Küche. Dafür ist die Arbeitsfläche aber ganz schön klein. Naja, Platzverschwendung, wo man auch nur hinsieht. Unmöglich, diese Leute. Und ab nach oben. Oh, das ist ein Thronsaal. Das ist der Thronsaal vom König. Deswegen war auch kein vernünftiger Thron in Cameron. In dem kleinen Städtchen da. Hier gibt es einen vernünftigen Thronsaal. Aha. Jetzt wissen wir also, wo er normalerweise regiert. Das sieht auch schon mehr nach dem Schloss aus, auch wenn es auch nicht so toll aussieht. Naja. Das könnte ein Dungeon sein. Bei uns ist hygienisch sauber. Wie komme ich da bloß drauf? Vielleicht, weil hier überall Tote rumliegen und wir in irgendeinem höhlenähnlichen Gewölbe sind. Und hier geht's auch nicht weit runter. Ach du Heiliger, was ist hier denn los? Ist es Lava im Haus, Leute? Ist es Lava im Haus? Und nicht zu knapp. Oh, das ist ein Schatztruhe. Vielleicht kriege ich ja irgendwas Cooles. Ach, Gongherz, ja, die kennen wir. Die sind jetzt auch nicht stärker als das, was wir gesehen haben. Im anderen Dungeon. Aber sie sind zu zweit, das ist schon mal ein Unterschied. Gut, aber wir sind ja stark genug. Das, für sowas trainieren wir. Keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Ich gehe mal irgendwo lang. Ich will zur Truhe hin. Okay, drei Stück? Schon nicht ohne. Weil die auch nicht wenig abziehen. Ob ich jetzt ein neues Schwert hätte oder nicht, ich würde sie eh mit einem Schlag töten. Deswegen ist das erstmal okay so. Neues Level wäre echt dufte. Hier kriegen wir auch wieder ein paar Erfahrungspunkte. Also alles tutti frutti. Okay, das ist sehr, sehr interessant. Wieso ist die Stadt eigentlich auf dem Vulkan gebaut? Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist doch gefährlich. Und wir haben Level 9 erreicht. Jawohl, sehr geil. Haben sogar ordentlich Stärke gekriegt. Und ein paar andere geile Sachen. Und der Shut-Through. Oh, 650, das nehme ich gerne mit. Okay, und bevor ich da weitergehe, war da nicht noch irgendwas? Ja, stimmt, wir konnten noch rechts rüber. Da geht's weiter nach unten. Okay, da will ich nicht hin, aber das ist eine Truhe. Flucht! Dann stellt ihr euch mir den Weg, ihr Gongheads, Beaks. Ja, ich hatte es im ersten Teil schon erwähnt, ich nenne sie immer Gongheads. Was sie im zweiten Teil so heißen, tatsächlich. Und ich kenne eigentlich nur den zweiten Teil, den ersten kenne ich kaum. Und deswegen ist es auch so cool, den zu spielen, endlich mal. Oh, ein Gegengift. Nehmen wir mit. Ach, hier kommen wir gar nicht hoch. Sieh mal einer an. Ich will aber eigentlich schon wissen, ob wir ein Langschwert einfach kriegen würden. Ich glaube aber fast nicht. Weil wir im ersten dann schon ein Schwert gekriegt haben. So oft sind die auch nicht da. Die fallen ja nicht vom Himmel. Und ich habe keine Lust, in Endgegner reinzulaufen. Hier gibt es ja nur Beaks. Nix anderes? Ich meine, immer ordentlich, aber...
Naja, das ist gut zum Sammeln. Aber ich hätte mir eigentlich auch ein paar Lava-Monster gewünscht oder so. Wo sind die denn? Ja, vielleicht kommt ja noch irgendwas Krasses. Das ist auch eine Schatztruhe. Nehmen wir. Geschenkt. Oh. Ich dachte, jetzt kommt eine Mimik raus oder so. Was haben wir her? Besten. Okay, was ist Biestern? Gucken wir mal nach. Muss ich eh heilen. Langsam wird's knapp, wenn er wieder drei Gongs hat. Ach, wir können uns das Langschwert leisten. Das holen wir uns gleich mal. Auch wenn es umsonst ist, ich habe es ja im ersten Teil schon erwähnt. Wir können ruhig ein bisschen Geld ausgeben. Ich glaube, wir können ja einfach auf Fragezeichen gehen. Ach, ich kann es in einem Kampf benutzen, so ein Item. Okay, vielleicht ist das irgendwas Blitze schießen als Item oder so. Ja, okay, wenn ich auf die Robe gehe, dann zeigt er mir, wo ich das equippen kann und so. Ja, das wird das irgend so ein Item sein. Vielleicht brauchen wir das für einen Endgegner oder so. Vielleicht ist das zu krass von so Blade. Achso, ich wollte gar nicht hoch. Oh, Geister gibt's ja auch, die kennen wir. Aber stark sind die auch nicht. Außer wenn sie einen treffen. Okay, ist im Prinzip... Sieht das Dungeon zwar viel heftiger aus als das, was wir im letzten Part hatten. Aber... Die Gegner sind höchstens mehr. Das sind sonst genau die gleichen. Also im Prinzip ist es das gleiche Dungeon, aber es ist ja auch die alte Stadt der Bewohner. Vielleicht sind die Gegner aus diesem Dungeon einfach rüber ins andere Dungeon. Das mag alles noch sein. Sagen wir gehen erstmal shoppen. Ich hoffe, ich lasse mich jetzt nicht erwischen. Ich glaube, wir haben den Weg ganz gut raus, aber man weiß ja nie, ob man reinläuft. Ja, sonst muss man halt nochmal durchgehen. So ein weiter Weg ist das jetzt auch nicht. Also wenn man es gewohnt ist über die Welt... Landwelt... Sprachen lernen, Bubble. Ne? Über die Worldmap zu gehen, über die Weltkarte. Dann sind das nur ein paar Schritte zum Ziel. So. Langschwert gegönnt. Mal gucken, wie stark es ist. Gleich ausrüsten. Boah, 14 Angriff mehr. Also dafür sind wir einmal langsamer und Magie geht einen runter. Das ist mir völlig bei Ihnen. Wollen wir eh nicht zaubern. Und schnell genug sind wir, glaube ich, auch. Man kann ja eigentlich relativ gut durchgehen. Ich meine, der sieht mich gar nicht. Obwohl er nur drei Schritte von mir entfernt steht. Ich frage mich, warum das Hotel auf ist, wenn man hier gar nicht schlafen kann. Naja, erstmal speichern, Leute. Und dann weiß ich gar nicht, ob wir trainieren sollten. Oder ob wir gleich versuchen, das Dungeon zu machen. Ich würde sagen, da wir eigentlich durch das Langschwert alles haben, was wir brauchen, gehen wir einfach mal durch. Ich glaube, trainieren müssen wir nicht unbedingt. Werden wir eh auf dem Weg dahin zum Boss, der hier höchstwahrscheinlich kommen wird. Gehe ich mir stark von aus. Deswegen einfach munter durch. Durch die Lavagrübe. Ein paar Geister killen. Auf dem Weg. Slash. Weggemacht. So, hier einmal hoch und dann da rüber. Ich glaube, das müsste der Weg sein. Wollen wir noch tiefer in den Schlund der Hölle. Oh, wir sind mitten auf der Brücke. Das sieht aber mal cool aus. Fetten Beaks. Wir ziehen immer noch ganz gut ab, aber wir haben auch keine Rüstung gekriegt, nur ein neues Schwert. So wirklich viel mehr ziehen wir gar nicht ab, wo wir ordentlich Angriff gekriegt haben. Na, ich weiß nicht, wie die Schadensverteilung hier ist. Aber es wird schon Sinn haben, dass wir ein stärkeres Schwert gekauft haben. Oh, hier geht's tatsächlich noch wesentlich weiter runter. Das kennen wir irgendwo her. Und hier ist auch Lava im Haus. Okay. Vielleicht gibt's ja auch wieder ein paar Truhen zu finden. Vielleicht kriegen wir noch eine stärkere Rüstung. Das wäre natürlich super juicy. Vielleicht ja hier unten? I don't know. Ah, da unten ist eine, tatsächlich. Da ist die Treppe da oben. Okay, wissen wir auch schon mal Bescheid. Machen wir aber erstmal das hier. Immer genau vor der Truhe. Oh. Okay, da hätte ich vielleicht die Mitte mal angreifen sollen. Denn... Oh gut, er greift nur an. Er kann auch mit Blitzen ballern, wie wir im ersten Teil gesehen haben. Das ist gar nicht so schön für uns. Da haben wir uns ja immer noch nicht heilen können. Eigentlich schade, aber irgendjemand wird das schon schaffen. F-F-Sten. Okay, das wird wieder irgendwas zum Ballern sein. Ein Item, das wir entgegenwerfen können. Den bösen Buben. Okay, was haben wir hier? Cure. Ich meine, das ist so ein Allheilmittel. Das ist ähnlich wie ein Gegengift. Aber halt komplett übertrieben, weil es alles heilt. Ach nee, das ist auch zum Heilen. Some HP und ein Herb. Okay, das ist ähnlich wie ein Herb anscheinend. Gut zu wissen. Und wir kriegen aber auch Herbs. Immer wieder von den Gegnern. Das ist doch was Schönes. Okay, da ist die Treppe. Da oben ist aber eine Truhe. Dann gehen wir erstmal dahin, hä? Ah, ich muss sagen, das Schloss-Dungeon fand ich eigentlich schon ganz cool. Aber hier das Lava-Dungeon, das ist schon echt fetzig. Schon mal ein ganz anderer Schnack vom Aussehen. Und wir können auf Brücken kämpfen. Das finde ich echt witzig ausgedacht. Was eigentlich total unnötig ist, weil so oft kämpft man nicht auf der Brücke. Nein, ein T-Bolt.
Jetzt hat er mich mit seinem Blitz getroffen. So ein Schwein. Ich glaube, wir sollten uns heilen. Ich hänge schon ein bisschen in den Seilen hier. Buchstäblich. Ja, sollte easy reichen mit den Herbs. So, hier lang. Ja. 70, ja gut, das ist jetzt nicht so viel, aber nehmen wir trotzdem mit. Schaden kann es nicht. Denn Kohle ist immer gut. So, jetzt aber. Wir greifen den an. Zack. Gezielte Angriffe. Meine Güte, habe ich das lange nicht mehr gemacht. Und einmal ausgewichen. Das nimmt man auch immer gerne hin. Später müssen wir uns heilen. Begrüße ich doch sehr. Eine Schatztruhe. Armpad, das hört sich nach irgendwas zum Ausrüsten an. Schauen wir. Ein Armpad. Ist tatsächlich für die Arme, das ist ja ein Ding. Okay, wir werden schneller dadurch. Wir kriegen 3 mehr Def und wir kriegen auch mehr Magie. Also nimm das. Das ist schon mal cool. Ich glaube, jetzt sind wir voll gerüstet. Kann natürlich sein, dass hier noch irgendwas kommt, aber bezweifle ich eigentlich. Na, mal schauen. Noch sind wir nicht unten angekommen. Da wieder gezielt drauf. Besser ist es. Wir wissen, was sie anrichten können. Oh Mann, ich weiche ganz schön oft aus. Echt ein krasser Warrior. Wenn es so weitergeht mit dem Glatsch, bin ich bei Level 10. Das wäre natürlich schon mal sehr geil. Wäre irgendwann unbesiegbar. Okay, die Treppe sieht schon irgendwie besonders aus. Weil sie so fett und breit ist. Oh, jetzt sind wir in einem richtigen Dungeon. Noch unter der Lava. Okay, jetzt sind wir wirklich ganz, ganz tief Richtung Erdkern. Und da steht ein Typ rum. Okay, dann machen wir mal. Guten Tag. Wer stört meine Privatsphäre? Ich werde die Welt übernehmen. Und mir zu Untertan machen oder so. Mit dieser Maschine. Und niemand wird mich stoppen. Oder kann mich stoppen. Oha, das ist wirklich ein Ritter. Okay. Ich weiß nicht, ob der stark ist. Aber er wird nicht allzu schwach sein. Okay, ich ziehe ihn schon mal nichts ab, das war klar. Ich bin aber schneller als er, ne? Naja, ich riskier's mal. Kann sein, dass er mir jetzt 20 abzieht und ich einfach tot bin. Oha. Als könnte ich in die Zukunft sehen. Nein, die ganze Party ist gestorben. Jetzt wäre wieder draußen. Ach Mensch. Müssen wir wohl nochmal rein. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, wir behalten das Level und alles, glaube ich. Ja, wir haben das Armpad noch. Ja, nice. Ja gut, dann halt nochmal rein. Meine Herren, der Typ zieht aber echt eine ganze Menge ab. Damit hätte ich eigentlich rechnen können. Aber dass er dann auch noch den Blitz rausholt. Oh, ich gehe falsch. Das ist eine ganz schöne Schweinerei. Naja, vielleicht werden wir dann auch Level 10. Oh. Okay, die Käfer gibt's ja also auch. Blöden Giftkäfer, gut, dass wir Gegengift haben. Okay, ich glaube, ich gehe falsch. Wo war das denn hier? Weg mit den Giftkäfern, wer sie nicht mehr kennt. Guck im letzten Part vorbei. Da waren sie ganz schön stressig. Ja, war doch hier, oder? Ja, gut. Da ist es. Und ich krieg zwischendurch immer ordentlich Herbs. Immer schön zum Heilen. Also heilen, ich... Ja, gut. Der wird schon kein Problem sein. Ich muss mich einfach andauernd gegenheilen. Dann klappt das easy. Bin ich richtig? Ich war hier gerade eben erst drin, aber irgendwie habe ich... Bin ich mir nicht so sicher. Aber da ist die Treppe. Sehr geil. Das hätten wir. Hat doch gar nicht so lange gedauert. Wenn man weiß, wo der Weg ist und wenn man die ganze Truhe nicht einsammeln muss. Ist doch schon chillig. Ich frage mich, was das für ein Ding ist. Wenn ich darauf tritt, bin ich dann einfach wieder draußen? Nö, passiert gar nichts. Na, dann komm her, du komischer Ritter. Diesmal wirst du mir nicht davor kommen. Okay, ich glaube, wir können erstmal auf automatischen Angriff gehen. Denn den können wir, soweit ich weiß, auch wieder abbrechen. Und wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Jetzt gibt's erstmal ordentliches Battle. Sword Battle. Was für ein Schwertkampf. Ja gut, wenn er nicht zaubern würde, dieser Feigling. Gut, ich würde sagen, bevor er das gleich wieder benutzt.
Ich will nicht nochmal hier hingehen müssen. Heilen wir uns. Ja, haut nur zu. Das ist doch in Ordnung. Dann kann ich leben. Und wieder drauf! Aber hält echt einiges aus. Oh Gott, jetzt... Hör doch auf mit dem Zauber! Ja, wir haben genug. Falls er jetzt zaubert, kann man es immer noch heilen. Und er macht's natürlich. So ein Feigling. Nur weil ich nicht zaubern kann. Und so gleich meine Schwächen aus. Aber ich kann mich heilen. Ich hoffe, das kann er nicht. Das wäre jetzt noch eine ganz schöne Frechheit. Aber einfach wenn man easy drauf. Irgendwann wird er klein beigeben müssen. Zieht auch schon mit den Schlägen schon gar nicht so wenig ab. Okay, er zieht nur 20 ab im Schuss, ne? Na gut, dann greife ich nochmal an. Außer er zieht jetzt auf einmal 21 ab. Why ever? Ne, macht er nicht gut. Denn wieder healen? Ich bin so froh, dass wir schneller sind als er. Es wäre natürlich auch mies, wenn er irgendwann einfach schneller wird. Und wieder drauf. Volles Gefetze. In seine Fresse. Du denkst, du kannst die Welt übernehmen? Oh Gott, vielleicht kann das wirklich... Oh. Oh, er kann sich heilen. So ein mieser Hund. Na gut, da kriegt er noch einen rein. Slash! Und er zaubert schon wieder. Miese. Der alte Miese. Ja, dann healen, würde ich sagen, ne? Ich kann mich besser recovern als du. Obwohl, er hat ja auch viel mehr HP als ich, also. Nicht unbedingt. So. Ich hoffe, er recovert nicht so oft. Ach Mann, jetzt hör auf mit dem Zauber, du Nervensäge. Na gut, greifen wir nochmal an. Zack, alles, was wir ihn abziehen, müssen wir ihn nachher nicht abziehen. Und wieder healen. Gott, das ist ja echt ein Stress, ist das so. Hätte ich doch ein bisschen trainieren sollen. Doch das lohnt sich hier gar nicht unbedingt. Am Anfang war das wichtiger. Wir sind ja auch schon ordentlich stark. So ist es ja nicht. Aber er halt auch. Oh Gott, er kann slammen. Aber es sieht weniger aus ab als die Magie, also stört mich gar nicht. Du Loser. Noch ein Slash. Okay. Heilen. Ganz wichtig. Auch wenn ich ihn gleich hätte. Ein Zaubern des Riddles gewesen sein. Zack. Und natürlich Ark. Überlebt er. Genauso wie der Boss im ersten Part. Aber zack. Was? Überlebt den Schlag noch? Ist er denn drauf? Okay, Teil 9. Ich habe genug Schläge für dich parat. Was, der überlebt er auch? Wie hat er denn noch? Jetzt reicht's aber. Jetzt aber. Und weg ist er. Und wir sind Level 10. Wir haben auch ordentlich was gekriegt. Ordentlich Kohle, ordentlich Erfahrungspunkte. Bloß weg mit dem Ritter. Wie kann das sein? Ich wurde besiegt. Arr! Explode Boy! Hau bloß ab. Bloß nicht wieder. Was ist das jetzt für eine Maschine? Die Maschine macht ein seltsames Geräusch. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Will ich ihn nehmen? Ja klar, warum nicht? Ich habe den Schlüssel rausgezogen aus der Maschine. Oh. Okay. Das scheint die Erdbebenmaschine zu sein. Es sieht nämlich sehr nach Erdbeben aus. Ich weiß nicht, ob das auffällt. Achso, ich kann mich bewegen. Oh, ich komme nicht mehr raus. Wir sind für immer gefangen. Oh, ein seltsames Geräusch höre ich. Renne, solange du noch kannst. Damit ich wiederkehre? Okay. Was soll mir der jetzt wohl darauf? Oh nein! Nanai exploded. Ja, das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Oh, den kenne ich doch irgendwie. Wie wir erwartet haben, der Apparat mit, im Palast hat diese Erdbeben verursacht. Lass uns gehen, Ryo. Der King wartet auf uns. Oh, wir müssen nicht zurückgehen. Das ist schon mal gut. Aber leider ist eure Heimatstadt zerstört. Das tut mir sehr leid, aber ist mir auch irgendwie egal, weil es war ja irgendwie nicht meine Schuld. Du hast Nanai aufgegeben, um die Armee der dunklen Drachen zu zerstören. Okay, ich eigentlich nicht so, aber na gut. Es war eine schwere Entscheidung. Aber die
Die Resultate zeigen, dass du ein wahrer Held bist. Das bin ich wohl. Okay, Reise nach Osten, nach Vinlan. Dort wirst du eine Höhle finden, zu einem anderen Königreich. Okay. Warum? Kann mir irgendjemand vertellen, was jetzt eigentlich los ist? Wie soll ich denn da jetzt hin? Ich wünschte, du könntest bleiben, aber ein anderes Schicksal führt dich anderswohin. Viel Glück, Krieger. Ja, brauche ich nicht. Ich bin zu krass. Danke, du hast unser Königreich gerettet. Natürlich. Okay, er sagt das Gleiche. Wir sollen nach Vinland. Ja gut, wenn er das sagt, dann machen wir es wohl. Mein Haushaltsplan durcheinander bringen. Ich würde sagen, vorher speichern wir erstmal. Wie immer, Leute. Wie wir gesehen haben, einmal bin ich schon gestorben. Und da war es auch nicht verkehrt, dass ich vorher gespeichert habe. Ich würde sagen, bevor wir nach Vinland aufbrechen, gucken wir nochmal. Aber Herbs habe ich eigentlich genug. Und Gegengifte auch. Ich bin nicht sicher, wann wir die Gegengifte nämlich brauchen werden. Also ein paar Gegner vergiften uns schon, zumindest die Käfer. Und es kommen bestimmt auch neue. Sicher ist immer sicher. Was ich mich aber frage, ist... Erstmal, was ich gut finde, ist, dass wir Level 10 sind. Ich glaube, das wird uns schon was bringen. Aber ich denke, irgendwann, früher oder später, müssen wir wieder trainieren. Spätestens, wenn wir neue Waffen finden. Dann werden wir uns nämlich wieder hart ausrüsten. Können wir hier irgendwie noch rein? Nö. Können wir jetzt hier durchgehen? Ich denke schon. Die Frage ist so... Wir meinten, glaube ich, im Nordosten, oder? Im Notfall habe ich auch eine Karte da. Natürlich ein bisschen schade, dass im Spiel keine Karte ist, aber vielleicht kriegt man die ja später. Wie in den meisten Spielen. Immer noch keine neuen Gegner hier. Immer noch die Schwächlinge vom Anfang. Blöd fliegen. Schwirren um einen herum. Oh, das ist eine Höhle. Kann ich da rein? Kann ich. Soll ich da rein? Vermutlich nicht. Guten Tag, die Herren. Das ist die Aura-Höhle. Der Zauberer lebt in Karma auf der anderen Seite. Okay, danke für die Info. Ich passe auf den Eingang dieser Höhle auf. Okay, das sehe ich. Anscheinend dürfen wir nicht durch. Ich bin der Krieger der Lichtdrachen. Ich bin auserwählt. Wieso darf ich da nicht durch? Das könnte Vinlan sein. Oh, es ist eine traumhafte Stadt. Sieht ja jetzt schon wunderschön aus. Okay. Schick, schick. Was bist du für einer? Zu Flüge? Das ist Vinlan. Okay. Danke für die Info. Bin ich nicht allein drauf gekommen. Oh, mit, hier, ne? Windmühlen und so. Wieder unbewohnte Häuser. Wo sind ganze Bewohner hin? Guck mal, die haben eine Mühle da unten. Eine Mühle in der Mühle. Und Betten, aber hier wohnt auch keiner. Mensch, die Tage in diesem... Die Leute in diesem Spiel, die sind aber auch jeden Tag unterwegs. Können wir irgendwas finden? Nö. Nö, schön, dann nicht. Ich guck mich natürlich trotzdem nochmal um. Es gibt ein Hotel, Leute! Mit dem wir schlafen können diesmal? Willkommen im Hotel! Es kostet 80 Tacken. Oh Gott. Nee. Mir zu teuer. Notfall werde ich es tun, aber... Noch haben wir ordentlich Herbs. Alles gut. Ein bisschen HP haben wir auch noch. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Oh, ein kleiner Büb! Na du! Wenn ich groß bin... werde ich nach Sor gehen? Was heißt Sor? Wie meine Brüder und Schwestern. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwas Krasses. Itemshop? Ich glaube, Items haben wir genug. Ah, okay. Das ist neu, oder? Willkommen zum Lager. Wie kann ich dir helfen? Ah, hier können wir Dinge einlagern. Okay. Ah, im Prinzip alles, was wir haben. Ich lager mal die ganzen Sachen ein. Ich kann die natürlich auch verkaufen. So Waffen und Sachen und so. Das eine wollte ich nicht einlagern, na gut. Aber zum einen sammle ich sowas immer gern. Ich weiß nicht wieso, macht gar keinen Sinn. Aber ich habe eh vor, wenn ich mir was Neues kaufe, dann trainiere ich eh bis zum Abwinken, um die Level zu farmen. Deswegen ist das schon in Ordnung so. Und der Itemshop, gibt es hier irgendwas Neues? Vielleicht, ein bisschen. Aber irgendwie auch nicht. Na schön. Cure ist ganz schön teuer, 2000. Das muss ja mega viel heilen. Na schön. Das bewahren wir uns erstmal auf. Wir haben Herbs. Herbs und Trumpf. Da kann ich auch jetzt kurz mal alles ein bisschen neu sortieren. So, Heilung immer nach oben und alles, was irgendwelche Statusabhängigkeiten, Zustände heilt. Gleich da unter.
Beastain. Das könnte tatsächlich für Bolt stehen. Dann könnte es ein Blitzangriff sein. Das könnte für Feuer stehen. Und da bin ich nicht sicher. Aber das finden wir bestimmt noch raus. Oh, da, Weapon Shop. Guten Tag, die Frau. Willkommen zum Weapon Shop. Was haben wir hier? Okay. Es gibt auch Rapier. Soll das wahrscheinlich heißen? RP? Können wir nicht tragen. Aber wir können ja auch schon so Sachen... Oh Gott, aber geile Rüstung. Ich glaube, ich trainiere gleich erstmal. Obwohl, da draußen gibt es auch nur so Kackgegner, ne? Wieso haben wir... Da sowas schon verkauft wird, kann ich mir vorstellen, dass wir es bald brauchen. Vielleicht kriegen wir bald einen neuen Gefährten für unser Team. Das bis jetzt nur aus einem besteht, deswegen sind wir noch gar kein Team. Aber na gut. Wir kommen ja auch alleine klar. Wie die Musik immer ändert in den Häusern. Ist eigentlich schön gemacht. Okay, es ist 1:1 das gleiche Haus und hier wohnt auch keiner. Ist ein Ding. Dafür geschäftiges Treiben auf der Straße. Der hat auch Flügel. Der Zauberer von Karma hilft den dunklen Drachen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Oh ja, das ist es. Die Lichtdrachen sind viel cooler. Okay. Also irgendwie bringen die Häuser gar nichts. Vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen mehr umgucken in den Häusern. Vielleicht gibt es da mal irgendwelche Schränke oder dergleichen. Aber da konnte man ja auch nichts finden. Können wir ein Buch klauen? Nope. Ein Brunnen. Aber die sehen schon ein bisschen specialig aus, die Leute mit ihren Flügeln hier. Du kannst den Tunnel nicht nutzen, der zum nächsten Land führt. Ohne das Okay des Königs. Okay. Das ist schon cool, eine Stadt mit Flügelleuten. Flügelmenschen. Die dunklen Drachen haben... uns angegriffen, oder? Haven't freed us. Haben uns... Keine Ahnung. Wir sind der Clan der Flügel. Als Erwachsene können wir uns... in Vögel verwandeln. Das ist natürlich krass. Sieht schon viel Fantasy-Style hier, aber ich liebe es. Totaler Fantasy-Typ. Nur kranke Ideen dahinter. Okay. Hallo, die Dame? Du kannst nach Skande über Land oder über den Ozean gehen. Oder fahren. Und da ist ein Hafen im Osten. Okay. Hier ist aber kein Hafen. Und auch keine Brücke und nix. Ein Schild, das ich nicht lesen kann. Okay. Das heißt wohl, wir sollen noch nicht über die Brücke gehen. Okay, ein Lager. Ja. Wie? Dings da. Na gut. Geschenktes nehmen wir immer mit. So, das Erste, was wir machen, was ich natürlich vergessen habe. Gehen erstmal speichern. War ja auch ein bedrohlicher Weg hier. Die Gegner sind ja so heftig. Okay. Da schon drin? Macht das einen Unterschied? Das sieht eher gleich aus. Und die Frau hat eine ganz schön männliche Stimme, fällt mir gerade auf. Dann gucken wir mal, ob wir den König finden. Können wir hier eigentlich ins Wasser gehen? Das wäre ja cool. Wow! 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 Wir treiben einfach davon. Okay. Ein schneller Weg nach außen. Ja, dann wieder rein. Interessant. Das ist doch ganz witzig. Dass man das kann. Und nun ab ins Schloss. Oh, ein schickes Schloss. Und da ist auch eine Windmühle oben. Oder ein Windmühlenrad. Whatever. Wir haben den König seit einiger Zeit nicht gesehen. Ich wundere mich, ob er okay ist. Oder ich frage mich das. Okay, der König ist nicht da. Der König hat den... was? War gegen die... Das, was die dunklen Drachen wollten. Er wird die anderen Königreiche nicht verraten. Na, ein guter König. Jedenfalls einer, hä? Ich habe einst von einem Helden gehört, der sich in einen Drachen verwandeln konnte. Ziemlich cool, oder? Ein Held, der sich in einen Drachen verwandeln konnte? Ich bin ein Held, der Lichtdrachen. Die Hinterlande von Romero sind im Nordwesten. Okay, Romero. Da werden wir wohl auch noch hin. Die Waldleute sind geflohen. Und... bauen ein Dorf, das Tantar heißt. Okay. Das werden wir auch noch rausfinden. Einige Orte, die noch auf uns warten, Leute. Wir sind erst noch am Anfang des Spiels. Wir sind ja auch noch alleine. Guten Tag. Das ist wahrscheinlich die Königin. Oh, wer ist denn da hinten? Hallo? Sieht irgendwie besonders aus. Willkommen im Schloss von Windlern. Er sagt das Gleiche. Meine Güte, wie ich da rausgekommen. Du möchtest den König sehen? Warte, bitte hier. Okay. Prinzessin Nina, der König hat einen Gast.
Soll ich ihm sagen, dass der König krank ist? Nein. If words get out? Achso. Nein, wenn es rauskommt, dass der König vergiftet wurde, würden die Leute womöglich in Panik verfallen. Lass diese Sache ruhen. Bis wir The Medery Remedy bekommen haben. Medizin? It may be difficult to find. Es mag schwierig zu finden sein. Ja. Remedy ist, glaube ich, irgendwas mit eine Heilung für Amnesie oder so. Ich bin aber nicht mehr sicher. Prinzessin, unser Gast wartet. Hat gewartet. Nee, ich warte eigentlich immer noch. Zeig ihm einen der Gästeräume, bitte. Und, ja, frage ihn, ob er bleiben kann. Prinzessin Nina, guckst du nach dem Gegenmittel alleine? Keine Ahnung, ich nenn's mal so. Keine Sorge, ich kann auf mich selber aufpassen. Okay. Ich mache mir Sorgen um die Prinzessin. Ich werde jemanden finden, der ihr helfen wird. Dankeschön. Wer auch immer das gesagt hat. Der König ist nicht hier. Bitte warte, bis er zurückkehrt. Okay. Sind ja genug Betten da. Du musst müde sein. Du kannst hier für die Nacht verweilen. Muss auch bis geschwollen reden, wenn wir hier schon in einer altertümlichen Fantasy-Zeit sind. Mit Schlössern und Dragons und so. Krasses Zeug. Oh, da ist Nina. Sie hat natürlich auch Flügel. Sie gehört auch zum Clan der Flügel. Ich muss meinen Teil dazu beitragen, den König und das Land zu retten. Okay. Oh, ich kann Nina steuern. Das ist natürlich cool. Und das war's mit dem zweiten Part von Breath of Fire. Den dunklen Drachen und ihrer Erdbebenmaschine haben wir Einhalt geboten. Dass dabei die ganze Stadt zu Bruch geht, das war so nicht geplant. Aber naja, scheint uns nicht viel zu jucken. Und welche Abenteuer und Herausforderungen auf die gute Prinzessin Nina warten, das erfahren wir dann im nächsten Teil. Wie immer vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe ihr hattet Spaß, wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Peace Leute, ich bin raus, bye bye.